Wenn man Nina Hagen, die deutsche Punk-Ikone, als Mutter hat, dann ist nichts normal. Das wissen wir jetzt spätestens seit gestern. Wir haben Nina und ihre Tochter Cosma Shiva im Wald am Greifensee getroffen. Die beiden spielen zusammen im neuen Kinofilm «Sieben Zwerge – Der Wald ist nicht genug». Ein Treffen der sieben Zwerge, vor allem aber ein Treffen von Nina Hagen und Tochter Cosma Shiva. Im Film spielt letztere das Schneewittchen und Nina die böse Hexe. Absolut gegensätzliche Charaktere, so ist das auch im richtigen Leben, wobei sie da ein Herz und eine Seele sind. Wir haben so eine Beziehung, dass wir uns 100.000 Millionen und Ewigkeiten vertrauen und uns alles sagen können, uns alles zeigen können. Und jederzeit beieinander Zuflucht finden. Ich glaube schon, dass wir ziemlich unterschiedliche Menschen sind. Aber natürlich entdeckt man dann so Seiten an sich, wo man denkt, ach Gott, du wolltest doch nicht so werden wie deine Mama und jetzt bringst du dieselben Sprüche und so. Ich habe meinen Pianisten gleich im Mittel. Verrückt und schrill, so kennt man Nina Hagen seit eh und je. Nicht immer einfach für Cosma Shiva. Schon früh wurde sie in die Medienwelt eingeführt, was Nina heute bereut. Wenn ich jetzt die Uhr zurückdrehen könnte, dann wüsste ich genau, was ich besser machen könnte, weil ich bin ja jetzt auf einem ganz anderen Wissensstand als zu dem Zeitpunkt, wo ich es falsch gemacht habe. Früher war es eher so, dass ich immer dachte, ich will meine Mama für mich haben. Also ich habe die Journalisten alle immer Zunge rausgestreckt oder mal so getreten oder so. Also ich war richtig frech und meine Mutter war natürlich dann immer total drüber und hat nicht aufgehört zu reden und es ging mir dann auch auf die Nerven. Dann wurde ich wahrscheinlich immer frecher und immer, deswegen bin ich wahrscheinlich auch schon so früh dann weg von zu Hause. Aber dadurch habe ich auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit meiner Mutter, was auch ganz gut ist. Heute ist Cosma Shiva selber ein Star. Früh zur Selbstständigkeit erzogen, verdiente sie bereits mit 18 ihr eigenes Geld. Aber nicht etwa mit der Schauspielerei, sondern in einer Bar am Kiez. Irgendwie, das war eine ganz tolle Zeit. Da bin ich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, den Laden auf und Laden wieder zu und fegen. Und die Leute haben auch immer so, ey, du siehst aus wie Cosma Shiva, du kannst dubeln und so. Die waren dann immer so besoffen, dass sie das sich nie im Leben hätten vorstellen können, dass ich das tatsächlich bin. Ich habe ein halbes Jahr bei Freunden ausgeholfen. Ja, und auf diesen vererbten starken Willen ist die Mama auch stolz. Ich habe meiner Tochter wirklich ganz viel Liebe gegeben, meinem Sohn übrigens auch. Und wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre das keine selbstständige und selbstbewusste Frau. Ganz die Mama eben. Und von dieser kann man schließlich noch einiges lernen. Halleluja, Amen, es Glanz und Gloria. On your television tonight in Switzerland. Von der Nina Hagen und den sieben Zwergen inklusive dem Oberzwerg Otto gibt es schon bald mehr bei uns, denn wenn der ihre Film Ende Oktober in die Kinos kommt.